Nach dem Putsch in Niger vom vergangenen Mittwoch ist der Präsident des Nachbarlandes Tschad, Mahamat Idriss Déby Itno, offenbar zu vermittelnden Gesprächen in die nigrische Hauptstadt Niamey gereist. Von wem er beauftragt wurde, war zunächst unklar. Déby Itno traf auch den am vergangenen Mittwoch entmachteten nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum, der offenbar weiter im Präsidentenpalast in der Hauptstadt festgehalten wird. Hier ein Foto, das die Zusammenkunft zeigen soll. Unterdessen erhalten die Putschisten die Unterstützung von Militärregierungen in den Nachbarländern. Die Übergangsregierungen in Burkina Faso und Mali bringen ihre brüderliche Solidarität mit dem Volk von Niger zum Ausdruck, das beschlossen hat, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, so ein Sprecher der derzeitigen Machthaber in Burkina Faso. Zuvor hatte der regionale Wirtschaftsblock ECOWAS Sanktionen gegen Niger verhängt und unter anderem alle Finanztransaktionen gestoppt sowie nationale Vermögenswerte eingefroren. Niger ist weltweit der siebtgrößte Produzent von Uran, das unter anderem bei der Atomenergie und zur Krebsbehandlung eingesetzt wird. Der Putsch hat die Besorgnis genährt, die Sicherheit in der gesamten Sahelzone könne in Gefahr geraten. Es handelt sich um den bereits siebten Putsch in weniger als 3 Jahren in West- und Zentralafrika. Experten zufolge könnte sich durch die Destabilisierung der Lage in Niger eine weitere Tür öffnen für ein Eingreifen von Dschihadisten, aber auch der russischen Söldnergruppe Wagner. Es gäbe ihnen eine weitere Gelegenheit, für ihre Dienste bezahlt zu werden und sich wieder relevant zu machen. Denn nach den Geschehnissen in Russland vor ein paar Wochen gab es offensichtlich ein großes Fragezeichen, was die Relevanz der Wagner-Gruppe angeht, wer sie tatsächlich kontrolliert und welche Rolle sie in der Weltpolitik spielt. Auch die ehemalige Kolonialmacht Frankreich blickt mit Sorge auf die Lage in Niger. Paris hatte angekündigt, seine Staatsbürger schon ab Dienstag außer Landes bringen zu wollen. Zuletzt waren in Niger offenbar weitere Minister und hochrangige Politiker von den Putschisten inhaftiert worden.